Im heutigen Video haben wir die Door-Story gespielt und wir haben in der Story erfahren, wie die ganzen Door-Monster erschaffen wurden und noch vieles mehr. Also ich sag's euch, die Geschichte von diesem Spiel war richtig, richtig krass. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video! Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen, Freunde! Wir sind jetzt erstmal hier in der Lobby und gleich steigen wir in den Bus ein. Und hier sind schon ganz, ganz viele Leute von der Lamy Army. Oh wei, aber die alle können auf jeden Fall nicht mitmachen. Ich glaube, wir sind jetzt 60 Leute in dieser Lobby, aber in den Bus passen leider nur 12 Spieler rein. Wir können uns... Ey Leute, was hat die mir gemacht? Oh Mann, die haben mich einfach in den Boden gesteckt. Wir können uns hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen kaufen. Als allererstes kaufen wir uns natürlich eine Taschenlampe, damit ihr, die Zuschauer, etwas seht hier. So, 90 Bubuks kaufen wir direkt. Und Taschenlampe? Hallo? Ich hoffe mal, ich wurde jetzt nicht gescannt. Naja, ich hoffe mal, ich bekomme die gleich im Spiel. Und wir gehen jetzt einfach mal hier in den Bus rein. Let's go, Freunde, steigt alle ein. Und es geht auch schon direkt los. Okay, und... hier sind wir auch schon. Wir sind jetzt hier in einer kleinen Stadt oder sowas. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Story aufgebaut ist. Freunde, es ist ja eine Door-Story. Also, ich weiß jetzt nicht. Wir kennen ja alle das Spiel Doors und das ist in so einem riesen Hotel. Und wir sind jetzt hier vor einem kleinen Haus. Oh, da ist der liebe David. Er schreibt, hey, ihr seid endlich hier. Ja, hey David, es tut uns leid, dass wir zu spät sind. Wir waren im Verkehr am Stecken bleiben. Ah, das ist okay. Wir machen deine Lieblingskekse. Ja, die Lamy-Kekse. Habe ich Kekse gehört? Ja, das hast du. Oh Mann, okay. Dann wollen wir jetzt das erste Mal erstmal hier in das Haus reingehen. Und dann macht David uns die leckeren Lamy-Kekse. Okidoki. Dann folgen wir einmal David ins Haus rein. Let's go! Oha! Hä? Freshes Haus, Freunde. Oha, sogar ein Fernseher hier mit der Bacon-Story. Oh, wie cool ist das denn? Oh Mann, ey. Okay, wir gucken uns erstmal das Haus an. Hier steht ja auch, erkunde Davids Haus. Hä? Da ist ein Fernseher und hier ist ein Fernseher. Yo, wie reich ist dieser David? Der hat sogar in der Küche einen Fernseher. Okay, okay, okay. Oh, hier ist eine Tür, die ist abgeschlossen. Sogar abgesperrt mit Brettern und Nägeln. Okay, wir gehen mal nach oben. Vielleicht finden wir da noch etwas Sasses oder sowas. Hm, nee, okay. Hä, ist hier noch ein Fernseher? Ein dritter Fernseher? Einfach so hier im Gang? Okay, warum auch nicht? Wow, ein cooles Setup. Hier spielen wir erstmal eine Runde Doors, Freunde. Und ja, ansonsten ist hier nicht so viel, oder? Wir haben gerade 9.32 Uhr. Aber, ja, warte mal. Müssen wir jetzt alle hier auf diesem Bett schlafen? Zu 12? Oha! Okay, Freunde. Es ist auf jeden Fall mittlerweile Nacht geworden. Und die Kekse sind endlich fertig. Wir setzen uns jetzt erstmal auf die Couch. Und draußen regnet es sogar. Oh weia, okay, dann bleiben wir wohl heute bei David zu Hause. Ja, Leute, wir setzen uns einfach mal mit 10 Leuten auf eine Couch. Das passt schon, oh Mann. Okay, wir bedanken uns natürlich alle für die Kekse. Moment mal, hier, ja, wir haben hier den Keks bekommen. Ich muss ihn erstmal essen und, ja, der schmeckt nach Pups, Freunde. Nein, Spaß, Freunde, die Kekse waren richtig lecker. Aber, Moment mal, wir müssen, Müll aufsammeln? Hä, woher kommt die ganze Unordnung hier? Oh Mann, ey. Jetzt müssen wir einfach noch Davids Haus aufräumen hier. Oh wei, okay, hier ist noch ein Müllsack und hier. Oha, oha, oha. Okay, ich glaube, hier ist alles sauber. Oh, yo, die Dusche habe ich gar nicht gesehen. Ich mache mich mal direkt auch nochmal ein bisschen sauber hier. Yippie. Und was machst du da bitte? Aha. Deswegen schmecken die Kekse also nach Pups. Ja, ja, ja. Samira hat die Kekse alle angepupst. Oh Mann. Warte mal. Was geht hier ab? Oh, ich glaube, es ist Schlafenszeit, oder? Nee, warte mal. Was ist da denn? Breaking News. Oha, was geht da ab? Ein... Hä? Irgendjemand attackiert Roblox? Cartoons? Hä? Warte mal. Monster, die irgendwie wie Cartoons aussehen, greifen die Stadt an...
Okay, kommt jetzt Cartoon Cat oder so? Kennt ihr alle Cartoon Cat? Oh wei, warte mal. Du hast recht, David. Lass uns heute Abend an die Fenster gehen. Okay, dann beobachten wir mal die ganzen Monster. Okay, steig in die Fenster ein. So, wir gehen einfach mal hier hin. Achso, nee, wir müssen die Fenster abschließen. Ah, okay, wir machen das ganze Haus sicher, damit hier kein Monster einbricht oder so. Bloß hier jedes Brett dran nageln. Nicht, dass hier irgendwo ein Monster durchkommt. Okay, perfekt. Das macht die Lami Army sehr, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall immer froh, dass ich euch hier am Start habe in den Spielen. Weil wenn ich irgendwelche random Spieler dabei hätte, dann hätten die bestimmt gar nichts gemacht. Aber ihr seid richtige Profis, Leute. Und guckt euch das mal an. Ich glaube, jeder hier hat das Cape. Oh mein Gott, Freunde. Wir müssen erstmal den Cape-Check machen. Was ist mit den Lichtern passiert? Toll, ey. Gerade wo ich den Cape-Check machen wollte, sehe ich jetzt nichts mehr. Aber Moment mal, wir hatten uns doch eigentlich eine Taschenlampe am Anfang gekauft. Wo ist unsere Taschenlampe? Wurden wir etwa doch gescampt? Und was geht jetzt da draußen ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott, seht ihr das? Das ist Sieg von DOS. Oh mein Gott. Ich hab schon ganz vergessen, dass wir eine DOS-Story spielen. Aber das ist auf jeden Fall, Sieg. Wo ist er? Wir haben hier alle einen Baseballschläger. Oh wei, müssen wir etwa gegen Sieg kämpfen? Na los, Freunde, schlagt alle Sieg zusammen. Da ist er. Oha, oh mein Gott, haut auf ihn drauf, schnell. Niemand darf hier sterben von der Lami Army. Und ja, wir haben ihn. Oh mein Gott, man hat zwar nicht so viel gesehen. Freunde, ich kaufe mir jetzt einfach mal noch eine Taschenlampe. Okay, Freunde, das geht nicht. Können wir uns vielleicht was anderes kaufen? Ein goldenes Schwert? Hä? Wieso kann ich mir nichts kaufen? Okay, naja, ist ja auch egal. Naja, es gibt mehr dieser Cartoons. Wir müssen, was? Komm mit mir mit. Dort wirst du sicher sein. Moment mal, die Polizei ist hier. Das habe ich gar nicht gemerkt. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall aus Davids Haus rausgehen. Und wir gehen jetzt, einfach den Polizisten hinterher. Und wir machen mal direkt den Cape-Check. Okay, wir fangen von hinten an. Er hat das Cape. Sehr gut. Die Sleechin hat auch das Cape. Litchi hat natürlich auch das Cape. Sehr gut. Oh, wir dürfen die Polizisten und die anderen nicht verlieren hier. Aber, Freunde, ich glaube, es hat wirklich fast jeder ein Cape am Start, oder? Hä? Wo sind wir hier? Willkommen, Kinder, in unserem Tierheim. Wir sind im Tierheim. Wir sind doch keine Tiere. Oh mein Gott. Nochmals vielen Dank, dass du uns mit dem Monster geholfen hast. Und dass du uns hier übernachten lässt. Und der Polizist sagt, kein Problem, es gibt auch viele andere hier. Geht und erkundet und wählt ein Bett. Okay, und er schreibt schon, sind wir Tiere? Ja, das glaube ich auch. Moment mal, ich muss hier nochmal alles abchecken. Ja, Dustin hat auch ein Cape. Er auch, sie auch, sie auch. Ja, ich glaube, warte mal, wer bist du denn? Azalan, wo ist dein Cape, Mann? Oh mein Gott, ja. Der kleine Sassy Azalan hat kein Cape, Freunde. Sonst hat hier wirklich jeder ein Cape. Jeder Junge und jedes Mädchen. Oh mein Gott. Okay, aber Freunde, lass uns das hier erstmal alles erkunden. Was ist das hier für eine Halle? Oha. Okay, hier sind noch ein paar Bretter oder so. Ja, ziemlich großes Tierheim. Und, warte mal. Hä, wer ist er denn? Hä? Wer bist du? Oh Mann, okay, den habe ich noch gar nicht gesehen. Es ist Zeit zu schlafen. Okay, Freunde, dann lass uns mal hier alle in ein Bett reingehen. Oh weia, ich gehe mal hier rein. Oh, ey, Moment mal, hier passen nur zwei ins Zimmer. Ey, geht weg, ihr kleinen Sassy. Das Zimmer gehört mir und Daniel F47U. Warte mal, was willst du denn jetzt? Ey, geh weg hier von mir, Mann. Okay, dann würde ich mal sagen, gute Nacht, Freunde. Wir schlafen jetzt erstmal. Aber ich bin gespannt, passiert jetzt noch etwas in der Nacht? Hallo? Passiert hier noch etwas? Schwarzer Bildschirm, gehst du noch weg? Oh, warte mal, was ist denn jetzt los? Hä? Was passiert da? Wir sehen die Sicht von irgendeinem... Warte mal, bin das ich? Nee, das war doch nicht ich, oder? Wow, sie brechen durch. Wir müssen jetzt hier raus. Folgt mir schnell. Okay, warte mal, wer ist denn hier? Hä? Was geht hier ab? Oh, Freunde, wir müssen auf jeden Fall David folgen. Oh, wei. Wir müssen uns schützen. Schnell, schnappt ihr einen Wachschläger. Oh mein Gott, hier, Leute. Nehmt euch alle so einen Baseballschläger. Oh, warte mal, jetzt wurde er mir weggenommen. Ah, hier ist noch einer. Sehr gut. Okay. Hä? Hier ist ja alles schon blutig. Hier steht einfach Hilfe. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich sehe hier gar keine Monster. Wo sind die denn? Oh, wei, Freunde. Das kann auf jeden Fall was werden. Und, Leute.
Da ist Sieg. Oh mein Gott, was macht Sieg mit David? Ey! Warte mal. Und Dustin schreibt, Mama, wo bist du? Oh nein! Was passiert da mit David? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, an die, die Stranger Things gesehen haben, das sah doch so ähnlich aus, oder? Wie heißt doch mal dieses Stranger Things Monster? Vector oder sowas? Ach, keine Ahnung, Freunde. Das sah so ähnlich aus wie das, was gerade Sieg mit David gemacht hat. Oh mein Gott, wir müssen hier alle rausgehen. Einfach Netflix, ja? Das denke ich mir gerade auch. Oh mein Gott. Leute, passt auf. Hier aufpassen. So, mit den Lasern. Oh, oh, Leute. Das ist gar nicht mal so einfach. Moment mal. Sind hier gerade Steine? Oh, oh nein, hier sind Steine runtergefallen. Oh mein Gott, okay, Freunde. Jetzt vorsichtig hier durchgehen. Zack. Bloß kein Leben verlieren. Vorsichtig, vorsichtig. Immer Stück für Stück weitergehen. So, und okay, perfekt. Wir haben es jetzt fast geschafft. Oha, okay, doch nicht. Hä? Wie weit geht das denn hier? Auf einmal kommt hier voll die Profi-Obby oder was? Oh Gott, Leute, ich hoffe mal, ihr sterbt hier nicht. Ich hoffe, ihr schafft es alle. Keiner darf hier sterben aus der Lami-Army. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, wir haben schon ein paar Leute verloren. Schaut euch auch mal, oh mein Gott, das Leben von den anderen an. Hä? Okay, okay, warte, wir müssen warten. Und jetzt rüberlaufen. Ganz schnell, Freunde. Ja, sehr gut. Wir haben es alle, glaube ich, geschafft. Fehlt noch einer? Ich glaube nicht. Okay, wir sind alle im Aufzug, aber oh weia, schaut euch mal die Leben von den anderen an. Einige haben schon sehr, sehr viel Leben verloren. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, wir haben ein paar Leute komplett verloren, also die sind gestorben. Aber Leute, wir werden diese Story natürlich schaffen mit dem Rest von der Lami Army und den, Schurken beseitigen? Hä, warte mal, wer ist das denn jetzt? Hä, wer bist du? Ein Schurke? Weg mit dir, du Schurke! Hä? Also, habt ihr endlich gefunden, wo ich mich verstecke? Warte mal, steckst du hinter all dem? Als ich jung war, wurde ich von allen gemobbt und demotiviert, sagt er. Ich habe Cartoons gezeichnet, aber meine Eltern, Freunde, alle komplaniert? Ich wurde gehasst, aber ich liebte es, Cartoons zu zeichnen. Also begann ich, dunkle Magie zu üben, um sie zum Leben erwecken. Jetzt bezahlst du für das Töten einer meiner Cartoons. Oh mein Gott, Leute, ich hoffe mal, ihr habt es alle verstanden, aber Leute, der steckt auf jeden Fall hinter all dem. Ah, oh mein Gott, was macht der hier? Oha, 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 okay, Freunde, wir müssen auf den Schurken draufgehen. Ah, oh mein Gott, hä, was passiert hier? Oh, oh Leute, ich glaube, das wird gar nicht mal so einfach sein. Er steckt also hinter den Doors-Monstern. Oh mein Gott, Freunde, er wurde damals gemobbt, hat Cartoons gezeichnet und die dann mit dunkler Magie zum Leben erweckt, um sich zu rächen. Und jetzt, weil wir Sieg getötet haben... Oh, oh. Nein! Hä? Was? Wir sind gestorben? Das kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein. Wir können uns auch, glaube ich, nicht respawnen, oder? Doch. 45 Bubux. Komm schon, Freunde. Wir müssen uns respawnen. Okay, sehr gut. Und wisst ihr was, Freunde? Wir kaufen uns jetzt einfach mal hier das goldene Schwert. Aber das geht nicht. Warum geht das nicht? Oh, Mann, ey. Freunde, jetzt ganz schnell drauf da. Yeah! Let's go! Gar nichts passiert. Doch, doch, doch. Es passiert was. Wir müssen nur alle gleichzeitig draufschlagen und das nur, wenn er irgendwie müde ist oder verletzt wurde. Oh oh, Litchi und LOL sind fast tot. Oh nein, passt auf, Freunde. Oh 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 oh, nein, 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 noch nicht draufhauen, noch nicht draufhauen. Pass auf, geh weg da, oh oh, ich glaube, der ist lebensmüde. Ja, Freunde, er ist tot, ich hab's doch gesagt, noch nicht draufhauen, erst wenn er so verletzt ist. Oh oh, Freunde, ich glaube... Jetzt so langsam sollten wir... Ja, yeah, jetzt, jetzt, Freunde. Oh, er hat sich auch respawned. Ehrenmann, er gibt uns nicht auf. Okay, Freunde, komm schon, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wir haben gleich die Hälfte von seinem Leben. Und ja, die Hälfte haben wir schon mal. Sehr gut, Freunde. Weiter. Okay, jetzt wieder alle verstecken. Versteckt euch alle. Litchi, du hast sehr, sehr wenig Leben. Beweg dich mal. Nicht, dass du gleich stirbst. Oh, Mann, ey. Oh, 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 oh. Oha, oha, was passiert hier? Oh, oh, Freunde, das sieht gar nicht gut aus. Was ist das hier aber auch für ein Kampf, ey? Das ist echt ein spannender, finaler Kampf. Aber, Freunde, nein, 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 doch nicht draufhauen. Ey, Leute, seid ihr lebensmüde oder was? Oh Gott, so, ich kann hier schon gar nicht mehr reden, ey. Ich muss mich hier um die Lami-Army kümmern. Aber, Freunde, gleich, jetzt, 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 alle draufhauen. Und dann sollten wir es schaffen, oder, Freunde? Kommt schon, wir brauchen jede Hilfe. Litchi ist da hinten gestorben. Oh nein, gar nicht gut. Aber der Schurke ist jetzt auch tot! Yeah! Yippie!
wir haben es geschafft. Als ob, ey Leute, das war richtig, richtig cool. Aber ist das auch schon das Ende? Moment mal. Oh, oh, er lebt noch. Warte, Leute, bitte. Oh, Leute, irgendwie sieht er traurig aus. Es tut mir leid, ich wollte nie, dass es so passiert. Ja, 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 ist klar. Aber viele Leute haben es so gemacht. Ich wollte einfach Cartoon-Künstler werden. Okay, aber du hast den gewaltsamen Weg gewählt. Ja, genau. Du hast keine Ahnung, wie ich behandelt wurde. Freunde, verzeihen wir ihm oder beenden wir das? Ich weiß nicht, Freunde. Okay, Leute, er wurde gemobbt. Ich lass ihn einfach gehen. Ich gebe ihm noch eine zweite Chance. Aber Leute, eigentlich sollte man Schurken nicht vertrauen. Ich hoffe mal, das ist jetzt das gute Ende. Wir vergeben dem Schurken und er sagt, was? Wirklich? Ja, wir geben dir eine weitere Chance. Wir werden dein Freund sein und dich unterstützen. Und er sagt, wow, ihr seid sehr nett. Ich verspreche, meine Magie nie wieder zu missbrauchen. Okay, also ist er wirklich nett? Moment mal, wie heißt er übrigens? Mein Name ist Nathan. Nathan, ey, was geht ab, Nathan? Schön, dein Freund Nathan zu sein. Nun beginne auf deine Reise, ein echter Künstler zu werden. Und ein Jahr später. Wartet mal, Freunde. Das wird ja mal richtig interessant. Hä? Lol, wir sind bei Nathan. Der hat Geburtstag? Moment mal, ich kann nicht glauben, dass wir seit über einem Jahr befreundet sind. Und schaut mal, wie glücklich Nathan jetzt aussieht. Und Nathan, der beste Künstler im Jahr? Was? Wir haben auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, dass wir ihm vergeben haben. Er sagt, das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Und jetzt lasst uns erstmal den Kuchen essen. Lecker! Und das war die Door Story. Und Leute, das war auf jeden Fall auch das gute Ende. Also gut, dass wir ihm eine zweite Chance gegeben haben. Und Freunde, wie auch bei jedem anderen Lami Gaming Video, müssen wir am Ende wie immer das Spiel bewerten von 1 bis 10. Das heißt, ihr müsst jetzt auch in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel gefunden habt. Also von 1 bis 10 fand ich die Story echt, echt gut. Die Map war cool, die ganze Story war nice. Also von mir kriegt das Spiel auf jeden Fall eine 10 von 10. Und danke auch an jeden von der Lami Army, der heute dabei war und mir mitgeholfen hat. Also ihr seid echt die Besten. Und falls ihr auch mal mitspielen wollt, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server, denn so könnt ihr auch im nächsten Video dabei sein. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos auf gar keinen Fall mehr verpasst. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall noch links auf der Seite das letzte Lami Gaming Video abchecken. Und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren. Also wenn ihr das noch nicht getan habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall machen. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!